Urbanisierung, der Klimawandel sind Dinge, die die Mobilitätsanforderungen in Zukunft maßgeblich beeinflussen werden. Und dieser Schaeffler Mover ist eine Antwort darauf. Man möchte ja möglichst individuell in die Stadt kommen und nicht unbedingt in Straßenbahnen beengt transportiert werden und gleichzeitig den individuellen Charakter des Autos beibehalten, aber die Transportleistung ja erhöhen. Und das können Sie mit so Mover-Konzepten erreichen, indem die Mover-Konzepte den öffentlichen Personennahverkehr anders abbilden, als es heute der Fall ist. Mit dem Konzept haben wir gezeigt, wie man auf kleinstem Raum möglichst viel Nutzraum schaffen kann, gepaart mit einer hohen Manövrierfähigkeit. Und zwar so, dass wir in dem sogenannten Corner-Modul die Antriebs- und die Fahrwerksfunktionen zusammengefasst haben und vor allem mit der Technologie Space Drive wir eine Technologie eingesetzt haben, womit wir auch schon heute eine Straßenzulassung haben. Das Schöne, das ist eine Plattform und diese Plattform erlaubt natürlich nicht nur den Personentransport, sondern wir können den, lassen Sie sich so sagen, den Hut auswechseln und dann auch Gütertransport bewerkstelligen. Ja, ist natürlich so, dass man versucht, die Kosten pro gefahrenen Kilometer zu senken. Dies kann man zum Beispiel durch so ein Konzept erreichen, wo man viele Personen transportieren kann, beziehungsweise auch das Fahrzeug zur Verfügung stellen kann, wenn es eben gebraucht wird und vor allem damit auch eine Anbindung zum Beispiel vom ländlichen Raum an die Stadt bereitzustellen.